Gletscher Perito Moreno. Das ist der drittgrößte Gletscher in Argentinien. Und ist, dass der sich mit 2,5 Metern nach vorne schiebt pro Tag. Und dadurch, dass Wasser hier vorne immer mehr abgequetscht wird und nicht mehr durchkommt, und dann bahnt sich irgendwann unterirdisch in der Wasseroberfläche ein Strom durch und bohrt ein immer größer werdendes Loch durchs Eis. Man sieht es da hinten, so eine leichte Wölbung im Eis. Und das Loch wird immer größer durch den Wasserstrom.